Die Musiker und Musikerinnen vom Ensemble B5 haben mir gefragt, ob ich ein Stück schreiben möchte, das irgendwie in einem Dialog tritt mit den Pavanen von Ferrabosco. Ja, es ist eigentlich eine Art Bausatzprojekt, ja, weil drei unterschiedliche Ingredienten gibt es. Es gibt die Pavanen von Ferrabosco, dann die Tanzsuite, das vom B5 gespielt wird, und dann diese Intro und vier Intermezzi, die von dem, den Blockflötisten gespielt wird. Dieses Potati oder diese Schnellsachen setzen. Das habt ihr super gemeinsam gemacht. Jetzt, ja? Bravo. Gut, ich würde sagen, dann machen wir gleich noch so einen Durchlauf. Pavanen eigentlich auch Tänze sind, aber sehr langsame Tänze, habe ich eigentlich ziemlich sofort gedacht, es wäre interessant, um dagegenüber sehr aktive zeitgenössische Tänze dann zu komponieren. Sehr viele unterschiedliche Instrumente auf der Bühne, mehr als 20. Die werden auch manchmal weitergegeben von einer Person zum anderen. Eigentlich ist die Probenarbeit das Schönste, was es gibt in einem ganzen Prozess vom, sag mal, vom Entstehen eines neuen Stückes. Weil ja, da kommt irgendwie alles zusammen, man trifft sich, es ist. Und man versucht halt unterschiedliche Sachen und man hört, dass irgendwie die Sachen, die man sich ausgedacht hat, klappen. Und wenn es nicht klappt, sucht man Lösungen dafür. Die Zusammenarbeit mit B5 läuft sehr, sehr easy. Es ist sehr leicht und vor allem sehr schön. Mit solchen Musikern zusammenarbeiten zu können, weil die unglaublich professionell sind, unglaublich gut vorbereitet sind und das kombinieren mit einer sehr angenehmen Arbeitsethik, sag mal so.